Moin moin! Im dritten Teil des Szenarios Interregio 2081 fährst du von Uelzen nach Celle. Eine Langsamfahrstelle ist bei Suderburg eingerichtet worden. Deine Vmax beträgt 200 km/h. Lass nun die Fahrgäste einsteigen und rüste die BR103 auf. Planmäßige Abfahrt ist um 6.50 Uhr. Hallo, hier spricht wieder die Yuka und ich stelle euch hier mit dem dritten Teil des Szenario Interregio 2081 vor. An meiner Seite wie üblich Biexien, der die Lok fährt. An Gleis 101. Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Der dritte Teil beginnt in Uelzen und endet in Celle. Die Begrüßung spricht HorX2K. Fährt ein, Regionalbahn 17554 von Stendal nach Uelzen. Dieser Zug endet hier. Vorsicht bei der Einfahrt. Die Bahnsteigansagen werden von NAMI gesprochen. Gleis 301. Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt.
Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Angelina König. Ich bin die neue Zugchefin und begrüße Sie im Namen der DB Fernverkehr im Interregio 2081 von Hamburg Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof. Über Hamburg-Harburg, Lüneburg, Uelzen, Unterlüß und Celle. Das DB-Team wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster planmäßiger Halt ist Unterlüß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie außerdem darüber informieren, dass sich unser Zug aufgrund einer im Bahnhof Suderburg eingerichteten Gleisbaustelle an allen weiteren Unterwegshalten bis zu unserem Zielbahnhof Hannover leider verspäten wird. Wir bitten diesen Umstand sowie die damit für Sie verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen noch eine angenehme Reise. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Katrin Verena ist die neue Zugchefin. Die Baustelle bremst unseren Zug aus.
Der nächste Halt ist Unterlüß. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Thank you.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie im Namen der DB Fernverkehr Interregio 2081 von Hamburg Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof über Hamburg-Harburg, Lüneburg, Uelzen, Unterlüss und Celle. Das DB-Team wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster planmäßiger Halt ist Celle.
Stellzelle für 2081, bitte kommen. 2081, hört. FDL-Zelle an 2081. Aufgrund eines Schadens am Triebfahrzeug bei 2290 findet die Ankunft nicht an Gleis 4 wie vorgesehen, sondern an Gleis 6 statt. Ihre Weiterfahrt erfolgt erst nach der Abfahrt von 2290 mit gewechseltem Triebfahrzeug. Bitte bestätigen Sie. 2081 an FDL-Zelle. Aufgrund von TFZ-Schaden bei 2290 Ankunft nunmehr auf Gleis 6 anstatt auf Gleis 4 laut Plan. Weiterfahrt nach Abfahrt von 2290, dessen TFZ-Zelle betriebsbedingt gewechselt wird. FDL-Zelle an 2081. Das ist korrekt und wurde verstanden. Ende. Ende. Achim und Boris führen ein Männergespräch. Der Fahrdienstleiter mit dem Lokführer. Der nächste Halt ist Celle. Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten. S7 nach Hannover über Burgdorf und Werte um 7.36 Uhr von Gleis 3. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Somit ist auch schon der dritte Teil zu Ende. Und ich sage Tschüss und bis zum vierten und letzten Teil des Szenario Interregio 2081.